jetzt antworten und tolle Preise gewinnen. Skoda Crazy Hockey League. Jetzt spielen und gewinnen. Hockey.skoda.ch. Skoda. Simply clever. I'm looking for someone who stays over long, so I will never feel alone. I'm looking for a place to settle down, a place that I can call home. I search the old world, but I'm too blind to see all of these things. Eins ist wichtig, die Familie, weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei mit Allianz Family. Jetzt informieren. Hoffentlich Allianz versichert. Der neue Skoda Fabia, auch als Kombi. Skoda, simply clever. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. The Soccer Lounge. This is Sportal HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. The Hockey Week on Sportal HD, presented by the new Skoda Fabia. The Hockey Week. Grüß mich dran, ganz herzlich willkommen. Am Mittwochabend sind wir mit der neuen Sendung am Start, der Hockey Week. In den Zeiten, wo der Rasierschaum in den Regal nicht mehr gekauft wird, wo die Verkäufe von Rasierer frappant einbrechen, dann ist Playoff-Zeit. Und die zweite Runde ist gestern Abend gespielt worden. Da wollen wir selbstverständlich darüber reden. Mit unseren Gästen heute Abend. Zu mir linken ist der Sportchef vom EHC Bilder, Martin Allsäge Stony Steinegger. Guten Abend. Seht ihr jemanden, Martin? Der hat es Mami noch, ja. Das ist alles der Stony? Ja, die meisten, ja. Oder auch die alten Schulkollegen, die Zeit Stony ist natürlich auch ein bisschen vor der Bernzeit gekommen, als ich auf Bern gegangen, also so mit 22, 23. Dann haben wir vom Tage der Silvan Schweizer. Hallo Silvan, schön bist du da. Guten Abend. Und unser Hockey-Experte, der Klaus Zog, der regelmässig bei uns wird dabei sein. Klaus, ganz herzlich willkommen. Danke. Silvan, Playoff-Zeit. Sieht man dich daheim noch? Gehst du ab und zu heim? Ja, doch. Eigentlich genug Zeit, ja. Wir sind ja drei Leute beim Tag, die sich mit Playoff beschäftigt. Eigentlich immer auch Zeit zum Kochen. Eigentlich. Aber ein 24-Stunden-Thema bei dir? Du bist eigentlich schon, ja. Hockey. Das Handy läuft auch heiß, ja. Sicher. Stony, als Sportchef vom EHC Biel, da muss man mal, wie soll ich sagen, wir Berner untereinander so hung sein. Du wirkst als ruhiger, auch als Spieler bist du ruhiger gewesen, eher introvertiert machst du den Eindruck. Kannst du mal auf den Tisch holen, wenn einer zu viel holen will? jetzt ist nicht der Moment, für den Sportchef auf den Tisch zu holen. Also alles, was jetzt... Nein, jetzt nicht, aber sonst. Ach, ja, also... Jetzt hast du auch Füße auf dem Tisch, nimm ja an. Meistens, ja, vor allem in der Playoff. Jetzt für uns, für mich eigentlich schon relativ... Wobei, ich bin extrem nervös, sind zwei letzte Spiele, vor allem...
Und noch das letzte Date in Zürich war so genau mein Hockey gewesen. Und das letzte Match war auch noch das, was ich noch so gerne habe. Dort hat es wieder ein bisschen mitreissen. Ja. Hast du eine Lizenz noch? Ja, aber ich bin in einem Zweitliga-Club. Kann also, er die bringen? Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Klaus, nach zwei Runden gibt es etwas, wo du sagst, das ist zentral für mich, ein Aufreger vielleicht oder etwas Freudiges. Was ist so die zentrale Botschaft für dich nach zwei Runden? Also, ich habe natürlich sehr Freude an dem, was in Kloten passiert. Nicht aus Schadenfreude, sondern aus Freude an der Dramaturgie. Grosser Name, den niemand traut zu kritisieren im Präsidialbüro. Ein grosser im Go, den niemand traut zu kritisieren. Ein grosser der Bande, wo niemand traut zu kritisieren. Und wir freuen uns, dass der Gerbert, der auf Langnau hingern muss, sich der bewähren in Liga-Quali. Und transparent werden wahrscheinlich auch schon gemahlen. In denen sind schon verwandt. In denen hat man schon, ja. Oder, also da werden wir selbstverständlich auch noch drüber reden. Jetzt wollen wir uns aber noch um Social Media kümmern. Der Gabriel Oldham ist bei uns, der Facebook-technisch, Twitter-technisch und auch Neuigkeiten-technisch up-to-date ist. Danke Stefan und wir begrüßen natürlich auch unsere Hockey-Expertenrunde. Ja, wer jetzt in dem Moment auf sportalhd.com ist, ist genau richtig. Der sieht die Premiere von der Hockey Week. Während der ganzen Playoffs sind wir da noch mit dabei. Könnt natürlich die Sendung auch auf dem Sportal 360 Player App nochmal anschauen in voller Länge. Auf Facebook einfach /sportalhd und auf Twitter sportalhd underline thw, der Hockey Week. Da gibt es also alles und redet damit, diskutiert mit, da interessiert uns eure Meinungen. Und jetzt wollen wir mal sagen, what's hot? Wir werden später noch auf alle Playoffs eingehen in der Schweiz. Wir wollen jetzt aber zuerst mal ein bisschen über den Teich schauen. Was hat die NHL zu bieten? Ja, und da hat es eigentlich eine Meldung gegeben, die schon bekannt war, die jetzt Fakt ist. Sven Bärtschi spielt ab sofort im Farmteam der Vancouver Canucks. Ja, gestern war ein wilder Tag, kurz vor Transferschluss. Ist es bekannt worden? Ist es definitiv geworden? Jetzt muss er sich da bei den Comets ein bisschen durchsetzen. Green Man. Da spricht er noch an und da freut er sich, dass er die jetzt auf seiner Seite hat und dass sie ihn dann nicht zum Löli machen, während er vielleicht beim Gegner auf der Strafbank sitzt. Das sind wirklich die beiden Kultfiguren von der Vancouver Canucks und haben schon sehr viele Nachahmer gefunden, aber das ist definitiv das Original. Also, der Green Man ist das eine, aber die NHL ist das andere. Darum geht direkt vielleicht zum Klaus. Wie siehst du jetzt den Weg vom Sven? Die letzte Chance unter besten Voraussetzungen. Der Vertrag läuft aus im Frühling. Tony, du sollst anrufen, sein Agent. Das ist die Pflicht. Hast du schon? Ich bin der Meinung und bin überzeugt, dass er sich mit durchsetzen wird. Also, er ist jetzt in einer schwierigen Situation. Er ist richtig gesagt, ob es die letzte Chance ist, weiß ich nicht. Aber es war der richtige Moment für einen Wechsel. Und, du jetzt nicht ausweichen, hast du ihn angerufen? Das Agent, ist die Pflicht. Ein Agent? Ja. In meinem ständigen Kontakt mit dem Agent. Ah, wegen der Chance. Und der Agent läutet als erstes dir an, Stoney. Ich habe das Gefühl, dass der Agent vom Badge als erstes mir anläutet. Das glaube ich. Auch mit unserer neuen Tissot Arena glaube ich nicht, dass wir die erste Ansprechperson werden sind dort hier. Aber nein, es ist nicht unser Kaliber und es ist nicht das Kaliber, das Nöschli... Nicht so bescheiden, der hat eine neue Arena. Nicht unser Dick, Kaliber. Dick. Und nicht Nationalkaliber nächstes Jahr. Das wird nicht der Fall sein. Ich hoffe, dass er sich durchsetzen und er wird sich durchsetzen. Du bist interessiert in der Klote bedienen. Du bist ihm bei Klote bedienen, wenn es dort hinten raus sollte. Nein, wir sind komplett. Wir haben unsere Kaderplanung eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen. Und, das sind wir nicht noch reingrätschen. Ja, du interessierst dich wahrscheinlich eher für den Reto Berra als für das den Sven. Das habe ich gehört, darum bin ich eigentlich auf dem linken Ohr. Reto Berra und noch der Vogelte von Kloten. Nein, der Berra zum Berra muss ich sagen, hat zwei Jahre Vertrag. Ich weiß nicht, wie viel genau es dort offen ist. Und er wird sich heute irgendeine Aussage machen, dass er wieder zurückkommt. Darum stand ich jetzt wieder dort bleiben. Und ich meine, als Zeichen auch, Colorado hat ihn nicht auf die Waiverliste bis jetzt. Also haben sie gleich ein gewisser Respekt, dass er auch wegkommt. Oder dass oder haben gleich ein gewisses Vertrauen in ihn, dass er den Schritt noch machen wird. Also ich rechne noch mit ihm. Sie haben ja beide gleich Agenten, Bärtschi. Das ist ja so. Das ist gäbig. Ja. Von dem her, ich mag gar nicht nachher mit Namen aufschreiben, wo du dem antreiben musst. Er will es um ihn nicht zugeben. Aber du bist natürlich im Moment, ich sage Playoff, Jake auf dem Tisch. Natürlich nicht. Der Plan ist die nächste Saison. Du hast gesagt, er geht in eine neue Arena rein. Ein Badge muss es ja nicht sein. Wer kommt denn schon? Fix. Wer kannst du verkünden? Ja, die, die wir schon durchgeben. Wir haben relativ grossen Wechsel. Hinten kommt der Dave Sutter von Schottfond, der Maurer Rothofner von Bern, der Maurer von Lugano, der Hügener von Freiburg kommt zurück. Dann vorher haben wir den Steiner und die Leute von Ambri und der Sutter von Zug. Der Daniel Steiner? Ja. Wie hast du das gemacht?
jetzt der kommt? Er wollte zurück ins Bern, er wusste, was schön ist. Und es war relativ einfach. Sag es doch gerade auf keinen Fall wegen dem Geld. Sechs. Das nee, ist vielleicht kommt eine Uhr über die neue Arena. Sechs. Nein, es gibt doch immer verschiedene Faktoren für einen Spielerwechsel. Und ich glaube, der EHC Biel hat wirklich einen guten Ruf in der Nationalliga. Wir zahlen nicht die höchsten Löhne, aber es ist ja so, dass der noch nicht für ein Butterbrot zu uns kommt. Das muss man natürlich auch sagen. Ja. Aber ich glaube, er hat hier Abstrich müssen machen, hat auch gemacht. Und ich glaube, der entscheidende Faktor war, dass er zurück ins Bern wollte. Und auch, dass er sieht, dass bei uns etwas bewegt ist. Wir haben einen super Coach, wir haben, wie auch gesagt, eine neue Arena. Wir werden von mir sehr viele Zuschauer haben. Es ist eine positive Stimmung. Und, das waren sicher gute Argumente. Und kann sicher eine tragende Rolle spielen beim HCB, EHCB in der Saison, der Daniel Steiner. So, Aldi, du musst noch mal checken, was ist passiert so heute? Gerüchteküche, Newsküche, Sachen Hockey? Am besten verpacken wir das alles gerade in 1 Minute und starten mit einem gesperrten Spieler. Der Genfer Schürmer, Jeremy Wick, wird nach dem Check gegen Julian Walker vom HC Lugano für 1 Spiel gesperrt. Im Line-up wird er durch den August Ampos ersetzt. Spieler dafür nicht gesperrt. Der Simon Moser, der wird nicht gesperrt. Der Einzelrichter Reto Steinmann wird kein Verfahren eröffnen, obwohl Lausanne ein Video vom Check vom SCB-Stürmer eingeschickt hat. Der Steinmann hat es gar nicht erst angeschaut. Kopf im Tessin. In den Medien wird spekuliert, dass der Damian Brunner im gestrigen Spiel eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Sich. Und von offizieller Seite ist aber bis dato noch nichts bestätigt worden. Ein Comeback gibt es in Bern. Es geht um den Christoph Bertschi. Der 20-jährige SCB-Stürmer sollte laut Berner Zeitung in der nächsten Woche wieder einsatzbereit sein für den SCB. Ja, und dann gibt es eine doppelte Freude. Der ZSC-Stürmer Dan Fritsche, der seinem Team in den Playoffs bis jetzt aufgrund von einer Verletzung gefehlt hat, ist heute Vater von Zwillingen geworden. Ja, und der Hockey Week gratuliert natürlich da recht herzlich. Jetzt antworten und tolle Preise gewinnen. Skoda Crazy Hockey League. Jetzt spielen und gewinnen. Hockey.skoda.ch. Skoda. Simply clever. Apropos Sperry, Video. Klaus, du hast dem Steinmann heute probiert anzurufen. Der kann das Video gar nicht anschauen. Du warst, glaube ich, nicht im Büro, oder? Doch, der war nicht im Büro. Also, der ist pflichtbewusst. Der geht nicht mehr zum Büro aus in dieser Zeit. Der schläft dort. Wir wollen näher auf die Gründe eingehen in diesem Moment. Wir reden über Platzierungsrunde, ein wunderschönes Wort, finde ich. Platzierungsrunde, wo der Stony natürlich froh ist, dass der EHC Biel nicht mitmachen muss. 4 Mannschaften machen dort mit. Und Aldi, du kannst uns einen Überblick geben. 2 von diesen 4 Mannschaften können in ein paar Tagen die Ferienköfferli packen. Die anderen müssen dann im Playoff-Final. Ole, ole. Im Playoff-Final, das ist eigentlich Play-Out-Final, muss man sagen. Play-Out-Final, sorry. Ein sehr, sehr schönes Wort, das man hier erfunden hat. Aber schauen wir mal die bisherigen Spiele an. Zusammengefasst, Tessiner Ambri Piotta 2-mal gewonnen, Kloten Flyers 2-mal verloren. Somit überfliegen Tessiner die Flyers. Und der aktuelle Play-Out-Final wäre eben Rapperswil-Jona Lakers, der schon definitiv ist und aktuell gegen Kloten Flyers müsste antreten. Aber da hat sicher der Klaus Sagner oder eine oder andere. Also Einwand nicht. Einwand hat er nicht. Einwand hast du kennen gegen das Ganze? Nein, also kein okay, Einwand. Das ist wunderbar. Wunschdenken. Wunschdenken. Ich bin hier wie ein Spieler vorher schauen, nicht hinterher schauen. Ich schaue vorher auf eine Liga-Quali, lang noch gegen Kloten Flyers. Also von dir gesehen können wir Platzierungsrunde jetzt stoppen? Die könnte mir jetzt stoppen. Und das wird so kommen, lang noch gegen Kloten Flyers mit dem Gerbertino in lang noch. Das Wunschszenario kommt. Bist du auch dieser Meinung, Stoney? Der Gerber mit Kloten, wenn der wirklich auf lang noch müsste gehen, der eine oder andere Transparente, der eine oder andere Pfiff, würde auch kommen. Warum? Von der Langnauer. Keine Ahnung, hast du doch gut angesehen, lang noch. Ja, du jetzt nicht so, du Verräter, oder? Du weißt, was es ist. Du bist doch kein Verräter. Ich meine, die Karriere, die er gemacht hat, hat ja immer seine Wurzeln behalten. Ich glaube, an ein Haus oder eine Wohnung. Und ich glaube, der ist doch immer noch einer von ihnen. Also, der wird doch nicht ausgepfiffen. Nein, aber vor der Dramatik her. Wir haben ja das gerne, Dramatik. Nicht, weil wir jemandem etwas Schlechtes wünschen. Nein, natürlich nie. Du kennst ja Kloten, also. Du siehst es auch wie nicht, dass die auf lang noch hingern müssen. Hast du ernsthaft das Gefühl, sie verlieren den Playout-Final gegen Haushoch. Die Lecker? Haushoch. Bist du auch dieser Meinung als Zürcher? Es wird sicher. Also es wäre sehr unangenehm, gegen die Lakers zu spielen. Man hat es in den letzten Match gesehen. Irgendwie. Also. Und der erste gegen Langnau, nein? Gegen das grosse Langnau. Also der Klaus, also,
ja. Ist ein Auto noch zwischen. Also, und er kann ein Politiker. Er kann ein Politiker werden. Die reden alles schön. Ja, ja, das ist ja auch nicht mit Schönreden zu tun. Meine, aber Kritik vom Herzog ist natürlich ein bisschen berechtigt. Wir tun, um dir ein bisschen helfen, das Goal einspielen. Gestern das Neues, das Claude hat bekommen. Fritsche, Stoney, hast du nicht mal Backhand so aufgehängt? Bist du überhaupt davor gewesen, auf dem Eis? Nein, ich war nicht davor. Oder zwischen höchstens. Aber nicht, also nein. Ja, haltbar. Haltbar, aber Backhand hey, ist das Gefährlichste, was du machen kannst. Bist du jetzt ehrlich? Jetzt aber musst du ja nicht spielen. Den muss er einfach haben. Aber es ist, ich weiß auch nicht, ich habe den Match nicht gesehen. Aber es ist doch gemein, ist doch nicht ganz korrekt, den Goalie von jeder Szene auf fokussieren, weil er vielleicht hat er 100%. Ja, aber es ist entscheidend. Gegen euch hat er auch einen Sein reingelassen, er hat den Dank dem gewonnen. Das war ein guter Schuss vom Spieler, ja, wo man... Ja, ja, ja. Wenn er sehr so souverän rekrutiert hat. Ja, ja. Du kannst doch mal sagen, dass der Goalie, er ist auch der besthaltende Spieler in diesem Team, der warte ich von einem ehemaligen Stanley Cup-Sieger und WM-Finalist einfach, dass er solche hat. Verdient man einen Gold. Ja gut, aber eben, Bezahlung ist immer auf das, was er eigentlich geleistet hat und nicht das, was momentan oder vielleicht vor Zukunft her ist. Es ist einfach so. Und jetzt allgemein zur Leistung. Ich kann ihn wirklich zu wenig beurteilen. Und, er hat auch Verletzungspech gehabt. In seinem Alter steckst du das auch nicht einfach weg, wenn eine halbe Saison fehlst. Eben, dann kannst du ja sagen, nachher hätte ich Entschuldigung. Also, wir gehen zu den Playoffs. Wir stellen fest, der Zug wird nie der Präsident des Fanclubs von Gerber. Kann ich nicht, weil ich immer neutral und objektiv bin. Muss natürlich sein. Und ohne kritisch wird es sein, selbstverständlich. Wir wollen also über Playoff reden, wo die zweite Runde gespielt ist. Und da kann ich der Oldie auch einen kleinen Überblick geben, wie es aussieht nach der zweiten Partie in dieser Serie. Da schauen wir am besten gerade auf das Resultat von der zweiten Runde. Gestern ist gespielt worden. Wer hat sich dann einen Vorteil verschafft? Also die Löwen haben sich von der 0-5-Klatsche können rehabilitieren, Heimvorteil wieder zurückgeholt. Die Romans haben das Spiel im Mitteldrittel entschieden, 2-2 gegen Bern. Genf Lugano wieder ein unglaublich taktisches Spiel und wieder mit einem besseren Ende für Genf. Nach 0-1 Rückstand doch noch ein 2-2 Heimsieg. Und ebenfalls Zug, der sich rehabilitiert für das 1-6. Lange haben die Fans müssen warten bis zur Entscheidung in der 52. Minute durch den Bouchard. Und dürfen wir glaube ich sagen, dass 1-0 von Zug gegen Davos ein Sieg mit Köpfchen. Oder wie sieht da unsere Expertenrunde das? Ja, das ist korrekt. Wenn ich die Scheibe breche, mir so, dann geht es rein, dann ist Goal. Wie? Spielt nie eine Rolle. Und vor allem verdient. Er hat das gemacht, was er muss machen. Stürmer geht vor das Goal, er bleibt nicht stehen irgendwo, geht in die gefährliche Zone. Und er wird schon belohnt mit so einem seltenen Kopfball. Kopfball als Hockeyspieler ist eigentlich auch nicht so schlecht. Wenn wir die beiden Mannschaften anschauen, Silvan, kann man sagen, dass der Stefan im Goal von Zug die Ruhe und Stabilität hat, vermittelt und noch wird vermittelt, den Playoff, den er gefällt hat. Ja, es ist die höchste Zeit, dass ein Zug mal einen anständigen Goal hatte. Das Prozedere all die Jahre mit irgendwelchen Lotto-Goals, dass das jetzt endlich mal ein Ende genommen hat. Wobei er natürlich auch nicht den besten Abend hatte im ersten Match. Muss man auch sagen, es sind zwei völlig verschiedene Matches jetzt. Der erste Match war eigentlich stürmisch wie eh und je. Es waren auch die beiden treffsichersten Mannschaften in der Quali. So ist eigentlich es weitergegangen. Und jetzt, gestern war eher ein bisschen zurückhaltender in der Offensive. Wenn man den HC Davos anschaut, in den letzten Jahren, wir haben es im Vorfeld besprochen, ich glaube, der Aufwand, den der HC Davos treibt, seit jeher, seit langer Zeit, der ist immens. Stoney, kann man sagen, zurzeit der Aufwand und der Ertrag vom HC Davos stimmt nicht immer überein. Ja, sie hat jetzt eine schwierige Phase gegen Genf Saison ein paar Spiele verloren. Und vielleicht waren sie am Anfang Saison ein bisschen überwärts gewesen, oder es hat sich jetzt ein bisschen nivelliert. Aber Marno weiss man nie, wie hart er trainiert. Also die Jungs waren auch extrem bereit gewesen. Also hat es auch recht geschliffen vorher, darum sind sie auch ein bisschen schwere Beine gewesen hier. Und vielleicht zur Serie zu sagen, ist, das ist die Serie, wo wirklich der Goalie entscheidend sein kann, wo das Spiel oder die Serie kann kehren, das Spiel kann stellen, wo die andere Mannschaft besser ist und der Goalie wirklich einfach zutut hinten. Und das sind beide Goalie in der Feige. Und das ist vielleicht wie viel Prozent macht der Goalie aus in der Playoff-Serie? Ja, Prozent. Das ist so ein Spiel. Ich sage jetzt, es kann ein einseitiges Spiel sein und Celoni und Stefan kann ein Spiel stellen. Dann sind wir vielleicht 60-70%. Danke, Stoney, jetzt sind wir wieder beim Goalie. Vorher ist es noch ein kleiner, aber jetzt sind wir dort, wo wir wollen. Es sind natürlich entscheidende Faktoren in beiden Mannschaften, die offensiv spielen, die eigentlich viel Goal haben können schiessen während der Saison, relativ wenig bekommen, dank ihren Goalie. Das ist ja so. Ja. Wir wollen selbstverständlich auch über andere Partien noch reden, zum Beispiel über Schlittschuh Club Bern gegen HC Lausanne. Das machen wir nach einer kurzen Pause.
The Hockey, presented by Skoda. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Jetzt antworten und tolle Preise gewinnen. Skoda Crazy Hockey League. Jetzt spielen und gewinnen. Hockey.skoda.ch. Skoda. Simply clever. I'm looking for someone who stays over long, so I will never feel alone. I'm looking for a place to settle down. A place that I can call. Thirsty old world, but I'm too blind to see all of the things right next to me. Eins ist wichtig, die Familie, weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei mit Allianz Family. Jetzt informieren. Hoffentlich Allianz versichert. Der neue Skoda Fabia, auch als Kombi. Skoda, simply clever. This is the Soccer Lounge. This is Sportal HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. The Hockey Week, presented by Skoda. Der Hockey Week, die neue Sendung auf sportalhd.com, jeden Mittwoch zwischen 7 und 8. Und meine Herren, kommen wir zu einer Serie, wo man kann sagen, eine Betonmischer-Serie zwischen dem SCB und dem HC Lausanne. 1-0 hat der SCB gewonnen. Und jetzt hat man mit 1-2 verloren gestern. Das kann man in dieser Serie schon fast als Offensivspektakel, als Torfestival bezeichnen. Und Klaus, du hast ja nach dem 1-0-Sieg vom SCB folgendes geschrieben. Das ist die perfekte Langeweile. Und du sagst, das war das langweiligste Playoff-Spiel in der Geschichte des SCB. Ja, ich rege mich auf. Jetzt hat der SCB so eine schöne Mannschaft zusammengestellt. Mit Spielern wie Blum und Holloway und Graniani, die auch Hockey spielen können. Und jetzt gehen die auf die Knie von Lausanne. Sie sagen, das wird schwer, das ist schlimm. Und wir werfen sich der Taktik des Ehlers. Ja, wo sind wir denn? Das bedeutet, Lausanne hat einen besseren Trainer. Und wenn die nicht ins Finale kommen, muss man den Boucher standrechtlich im Medienraum nach dem letzten Match entlassen. So ein Hockey kannst du nicht spielen mit so einem Team. Die müssen drüber fahren bei Lausanne und sie können es. Stoni Silvan, es kann ja schon nicht sein, dass ein Trainer vom Schlittschuhclub Bern sagt, schon vor der Serie, es wird eine defensive Serie, weil wir weiss, dass Lausanne so spielt. Das ist Wahnsinn. Man muss vielleicht auch erinnern, wer hat die Szene im Kopf von Tampa Bay? Wo sie gestanden sind. Darum haben sie ihn entlassen, wegen dem Schiss-Hockey. Gegen Philadelphia. Ich glaube, beim SCB muss sich niemand aufregen. Das ist sein Konzept, seine Taktik. Er ist zweit worden in der Quali. Er hat die Folge im Rest. Hättest du ihn auch verpflichtet?
Der Lüthi hat aber auch schon Trainer entlassen. Moment, Antwort. Hättest du noch verpflichtet? Wir haben einen Trainer, Kevin, und er lässt offensiv spielen. Und ich bin zwar eher ein defensiver Verteidiger, aber ich befürworte das offensiv okay. Und ich befürworte die Attraktivität, die wir spielen. Bei uns läuft immer etwas. Und von dem her nein. Also, sagst du auch vom SCB, gell? Nein, ich bin nicht auf den anderen Club. Ich habe nur selber Probleme. Silvan, kann es sein, dass sich der grosse SCB die Taktik vom Schwächeren umwirft? Nein, da muss er widersprechen. Nein, der SCB spielt doch schon seit Wochen so, ja, wie sie jetzt spielen. Ja, aber nicht so schlimm. Also, das ist ja schlimm. Aber warum entlassen die Leute nicht? Wer hat die Leute entlassen, weil er unattraktiv spielt? Der Lüthi hat den Uras rausgehauen und hat im Vergleich zu dem Hockey in Spektakel gespielt. Ja, nein, also. Nein, ist ja also richtig enervierend. Ja, ich rege mich auf, wenn man so eine wunderbare Mannschaft hat zu Bern. Ich bin ja objektiv, ich bin einfach an gutem Hockey interessiert. Und ich rege mich auf, wenn man nicht Hockey spielt, wenn man könnte. Ja, du legst immer nur, wenn es um Lang noch geht, auf. Nein, ich bin einfach objektiv, wo ich schon das Hockey sehe. Jetzt geht es über. Aber du musst auf Biel kommen. Das ist ich komme ja viel auf Biel. Über die Arbeit geht es jetzt für SCB um einen Sieg in dieser Serie. Die guten Mannschaften können die ja immer krampfen. Er muss hinten zu krampfen. Ist der SCB so eine Mannschaft, die das kann? Die ist so zusammengestellt. Also ich denke schon, die der Garten sagt, paar... sie sind für Playoff gemacht. Das heißt, das stimmt. Ja, ich glaube schon. Sie haben ein paar Highlights drin. Wie du gesagt hast, Graniani, Holloway, Blum. Ich muss sagen, überraschend stark gesehen, wirklich super auch reinnehmen. Und das können die entscheidenden Faktoren sein. Sie haben eine Rüffenacht, wo eben der Krampfer ist. Sie haben den Gerber, den Krampfer, sie haben Moser, Scherwey. Also von dem her nicht ausrasten, Gerber, ist nicht der. Nein, genau, die sind auch nicht miteinander verwandt. Also stopp, ist schon gut, die Mannschaft ist schon recht ausgeglichen besetzt und kann gegen jeden bestehen. Dass sie jetzt so defensiv spielen, gau regt die auf. Nein, überraschend ein bisschen, aber wenn man die Geschichte vom Trainer anschaut, der hat seinen Erfolg hat mit dieser Spielart gehabt. Hat noch gar keinen gehabt. Da ist doch Playoff-Finale. Wir schauen schnell. Nein. Wie defensiv, also nicht wie defensiv, von der Defensive her, wie die Partie war, sondern in Sachen Torschüsse. Da können wir hier durchschnaufen. Oldi, nimm dir Zeit. Da jeder Schluck Wasser kann nehmen. Ja. In Sachen Torschüsse. Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Also, zuerst mal bin ich extrem froh, dass unser Tisch da bei der Hockey Week so stabil ist und dem Klaus Zauk Paroli bieten und standhalten. Sind wir ehrlich, sollte Bern wirklich noch Meister werden, dann würde sie Meister werden mit den wenigsten erzielten Goal sehr wahrscheinlich. Es braucht sagen und schreiben fast 23 Schüsse aufs Goal, bis in der Serie Bern gegen Lausanne ein Treffer fällt. Also, da geht es den Zuschauern, glaube ich, so emotional wie im Klaus Zauk. Die regen sich da richtig auf, dass da nicht mehr geht. Am besten übrigens die Serie Biel gegen ZSC. Da braucht es ein bisschen mehr als 12 Schüsse und da gibt es eben etwas Schönes auf der Anzeigetafel. So sieht es aus. 91 Schüsse, das ist schon nicht so viel, oder? 4 Goals erst in den beiden Partien. Gut, wenn man erst richtig anfängt zu verteidigen, wenn die eigene blaue Linie kommt, dann sieht es halt ein bisschen so aus. Ja. Warum war der SCB im Mitteldrittel so chancenlos gestern? Wegen dem Trainer. Wenn er so defensiv spielt, ja, aber ist das so, wenn ich mache auf dem Eis, wird der Trainer nicht gesehen haben. Mit Schweizer Spielern kannst du nicht so spielen auf Tour, weil dann werden sie passiv. Wir haben eine Kultur vom Lauf- und Tempo-Hockey, die gut organisiert ist. Ist das der Grund, Biel, dass der wo eine Mannschaft ist, die um Playoff kämpfen muss, die hat ja mit Offensivspektakel das geschafft. Also du meinst, Busch hat unsere Hockeykultur noch nicht begriffen? So ist es. Danke. Weiss er, kann es Playoff sein? Ist das echt der Grund, Silvan, dass der Plus als Topscorer der Helmet abzog und in normaler Weise angelehnt gegen Schluss vom Spiel? Nein. Das ist Zufall. Der Plus aber es ist dramatisch für die Serie, oder? Sein Topscorer-Helm ist kaputt gegangen, der normale. Er kommt gar nicht zum Knipsen. Nein, der Plus ist sehr loyal. Das ist, also auf den lohne ich gar nichts bekommen. Nimm die zusammen, also auf den. Da sind wir so einig, gell? So, wir gehen, wir gehen zu der nächsten Serie. Lugano gegen Genf, wo die Luganesi, man kann sagen, das talentiertere Team sind in beiden Partien die bessere Mannschaft waren. Aber dumme Strafen nehmen und wegen Strafen Matchen verlieren. Ja, wenn wir jetzt von Offensiven geredet haben, muss ich dir schon sagen, ich bin enttäuscht von der Produktion, die Lugano gebracht hat. Sie ist eine klar offensiv ausgerichtete Mannschaft mit Highlights vorne, mit einem Topscorer vorne, mit einem Topscorer von 2 Jahren, der während der Saison geholt wurde und bis jetzt wie viel? 2 Goal geschossen, 3 Goal geschossen in 2 Spielen. Das ist natürlich zu wenig für eine Mannschaft, die so ausgerichtet ist. Und wenn sie nicht mehr davon produzieren, wird es extrem schwierig, überhaupt eine Runde weiterzukommen. Ja, aber dort ist, im Gegensatz zu Bern, hat man im Lugano
keine Siegerkultur. Also seit 2006 nie mehr Playoff-Serie gewonnen. Und Gott sei Dank ist in Lugano auch sein Trainer verliebt, in Patrick Fischer. Also er kann ausscheiden, sie werden ihn nicht entlassen. Es wird irgendeine Verschwörungstheorie geben, wer die Schuld ist, um die den Ton nicht. Und aber wenn du schlecht spielst, braucht es immer einen Gegner. Wie fest hat das System, das der Max Odi spielen bei den Genfer zu tun? Oder Genfer ja, der du hast vorhin gesagt, die Strafe haben sie gemacht. Der bessere Trainer hat das bessere Powerplay und das bessere Boxplay. Und das hat Genf. Also zum zweiten Special Mal Teams hingern, entscheiden? Ja, zum zweiten Mal hintereinander wird der Zauberlehrling in Lugano gegen Altmeister in Genf möglicherweise. Du schickst mich tief, Klausel, der will die verwerten, respektive leiten mit, also der Roldi nur noch über die Linie stolpern. Mach ich sehr gerne. Zauberlehrling gegen, was hast du gesagt? Meister? Gegen Altmeister. Altmeister. Ja, also der beste Trainer, wenn man auf die Statistik schaut, das ist effektiv der Chris McSorley. Wir vergleichen die beiden mal unglaublich 11-4 Sieg für den Trainer von Genf Servette. Und letztes Jahr hat man ja Playoff-Serie 1-4 verloren, aktuell steht es 0-2. Somit der Patrick Fischer erst mit einem einzigen Playoff-Sieg gegen den Chris McSorley. Und er ist ja bekannt als akribischer Vorbereiter, akribischer Trainer. Und da wird es gerade eben überschicken. Der nimmt das Team, seine Gegner immer so auseinander. In den Playoffs erst recht. Und der Patrick Fischer hat er einfach durchschaut, Klaus, oder? Aber und du siehst jetzt, das ist der Beweis, ich mache nie Polemik. Es sind immer Fakten. Fakten, Fakten, danke, Fakten. Dass du das noch untermauert hast. Für das bin ich da. Ist es möglich, dass die Serie am Samstagabend fertig ist, dass der Fischer in die Ferien kann? Nein, ich glaube, ein Match gewinnt Lugano schon, weil es wird der Teufel los sein am Donnerstag zu oben. Was glauben die anderen, Silvan? Ich denke auch, dass Lugano sicher noch einen Sieg holt, aber ich glaube, dass weniger Taktik entscheidend ist, sondern dass der Chris einfach seine Holzfäller auf die besten Spieler von Lugano schickt. Und das geht halt auch dann irgendwie ein bisschen unter die Haut bei denen. Oder? Ich habe das Gefühl, das ist vor allem matchentscheidend. Stoney, wie unangenehm ist es, gegen Kämpfe zu spielen? Also, ich habe gute Erinnerung, die ich noch gespielt habe. Ich habe jede Serie gewonnen, mit dem SCB noch früher. Also von dem her immer wir auch den Max Oli können schlagen. Ja, ein grosser SCB, der gespielt hat. Ja. Nein, wir haben Holzfäller gehabt. Wir haben die grösseren Holzfäller aber gehabt. Aber vorwärts sind sie gegangen. Die grösseren Holzfäller als er. Du bist ja noch vor dem Goal gewesen. Ja, zwischen. Ja, vor dem eigenen, ja. Was war die Frage? Ist es unangenehm gegen Genf? Es ist sehr unangenehm. Er stellt eine Mannschaft zusammen, die gross, schwer muss sein. Er hat sicher Talent verloren auf diese Saison. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr wäre die Mannschaft Genf parat für den Titel. Wo er alles hatte, jetzt hat es nicht ganz gelangt. Jetzt dieses Jahr hat ein bisschen Talent verloren. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass es durchziehen kann. Und es wird sich zeigen, ob die offensiven Qualitäten zum Spielen kommen, Lugano. Ob sie wirklich die Scorer wieder ihre Fähigkeiten auspacken und die 3-4 Goal schießen, die sie brauchen, zum gewinnen. Stoney, sind sie zweicht, Lugano? Ja oder nein? Ja, schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt die Ausländer anschaue, ja oder nein? Ja oder nein? Nein, nein, es braucht immer. Das ist ein perfekter Spieler, finde ich, in der Schweiz, der kann zaubern, kann laufen und dann noch tough ist wie heute Morgen. Das ist ja auch nicht schade. Das ist einfach so. Irgendein Spieler, der in der Schweiz ist, trotz der hohen, zum Teil sehr hohen Salär, hat irgendwo. Also zwei. Hat irgendwo. Nein, nicht zwei, ich vielleicht einfach zu wenig hätte. Danke! So, danke! Zurück zu dem. Sie haben McLean, der vor dem Goal ist, ganz sicher nicht zweich ist. Der geht vor das Goal. Dann haben sie ihre Spielmacher ringsherum. Der Pedersen hat eigentlich auch nicht das Gefühl, dass er zweich ist. Weil das ist einer, der die Nase immer dort hat, wo es klebt und tätscht und vor dem Goal ist. Also, und in der Abwehr haben schon ein paar Leute, die reinfahren können. Genau, und der Klasen kann ich zu wenig nicht zweich, schätzen. Nicht zweich, aber zu wenig so, wir wollen auch noch eine Rubrik ins Leben rufen bei der Hockey Week, die heisst Key Player. Und wir wollen euch verschiedene Topscorers vorstellen. Heute gehen wir auf Lausanne. The Key Player. Yeah, actually, every time when we have been in playoffs, I have had something like in Finland. 2009, when we won the Champions, I had a broken shoulder. They taped it every game. And some rib problems with the ribs I have had before. And yeah, I have had a lot of little injuries, but I have always good play. It's easy for here, like you don't
You don't even you see your name in the newspaper, you don't understand anything what they're writing. So it's easy to just skip those away. Like, but of course, if somebody say you something like coach or somebody, it's you just have to keep going. Like, you can't start to think it that too much. Yeah, really, really important. Like, I like the we have the best fans in the league, so they give us so much extra energy, for especially at the home games. So they are really important for us. They sing all the game. Like, even you're a little bit behind and you have to score a couple goals, and it's good. Like, they push a lot. There's a lot of nice ones. They had also nice ones. Our team guys, when they came to the A League, there is guys had like huge beards. That's actually pretty crazy looking guys. Play with the kids at home. It's easy way to get out from the games. Can you sleep good? Yeah, I can sleep good now. But like before, I had a little bit problems, but after kids, you always sleep good. Der Keyplayer, wo wir euch jede Woche einen von den Topscorern von den einzelnen Clubs werden vorstellen. So, wir gehen zu dieser Serie, wo wir besonders natürlich den Fokus darauf legen. Schon wenn wir den Sportchef von Biel da haben, dann ist recht ZSC gegen EHC Biel. Stoney, der hat den ZSC regelrecht überfahren. Die Reaktion ist aber gestern Abend schon gekommen. Zwei Drittel lang. Ja, war ja nicht gut gewesen, wenn keine Reaktion wäre. Also für mich. Bist du überrascht gewesen, ist beim 0-5 so wenig Gegenwehr gekommen? Nein, das ist jetzt einfach so ein Match, wie es nicht eine Saison oder auch zwei Jahre mal gibt. Uns ist alles gelungen. Wir haben sehr gut gespielt, muss ich sagen. Zürich ist nicht viel gelungen. Ein bisschen Pech gehabt bei den Gegengol. Und dann ist es schwierig, zurückzukommen. Die Energie hat gefällt. Und unsere Spieler haben es wirklich extrem gut kontrolliert. Sie haben nichts gegeben, sie haben nichts abbrennen. Sie haben von Körpersprache extrem positiv gewesen. Also Zürich hat gesehen, es gibt nichts zu holen. Und gestern war es ein anderes Spiel. Wobei, ich traue den Match immer noch. Wir hätten dort mehr daraus holen müssen. Wir hatten 6-7 Powerplays. Und dort waren wir zu wenig gut und zu wenig effizient gewesen. Wir haben uns natürlich heute Nachmittag in der Vorbereitung für die Sendung die Frage gestellt, ist der EHC Biel feig, den ZSC aus den Playoffs rauszuwerfen? Aldi, wir schauen mal, wie es aussieht. Wie manche Quali-Sieger ist der schon gescheitert in der ersten Playoff-Runde? Ja, also wenn man sich nur mal so ein Jahr zurück versetzt, dann weiss man ja, ZSC Lions hat schon dann gegen Lausanne Mühe gehabt und sich knapp mit 4-3 können retten. Hier haben wir mal vier rausgepickt, die es eben nicht geschafft haben, seit Einführung der Playoffs. Interessant, der SCB ist immer involviert. 3 von 4 Mal negativ. Überraschend, es ist nie über 7 Spiele gegangen. Und wenn man eben schaut, sogar in den letzten beiden Jahren, also Freiburg 2013 mit einem 4-3 gegen Biel und letztes Jahr ZSC gegen Lausanne mit einem 4-3. Also irgendwie hat man das Gefühl, die Quali-Sieger verpuffen irgendwie zu viel Kraft, zu viel Energie während der Regular Season. Stoney, könnte es vielleicht eine Möglichkeit sein, jetzt eben für den EHC Biel da zuzupacken, die 5. Überraschung seit Einführung der Playoffs zu schaffen? Ja, also ich bin absolut dabei, ja. Eben, unterschrieben. Nein, ich meine, ich muss schauen. Man muss schon ein bisschen im Dorf behalten. Z ist eine absolute Top-Mannschaft. Aber wir haben das Glück, wir haben fast alle Spieler gesund. Bei uns fehlt der Ruhe Ehrensberger, sind die einzigen, die ausfallen. Wir haben unsere Ausländer, die gesund sind. Die Energie ist absolut da. Dazu kommt die Erfahrung, die wir gemacht haben. In den letzten 2 Playoff-Qualifikationen, zum ersten Mal gegen Zug, waren wir einfach alle zusammen platt, weil wir etwas erreicht haben. Dann haben wir ein bisschen 2-3 Spiele gebraucht, bis wir drin waren. Dann haben wir einen Schritt mehr gemacht gegen Freiburg. Und dieses Jahr ist einfach wirklich so, dass alle bereit sind, diesen Schritt weiterzumachen. Unsere Saison war noch nicht fertig mit der Quali. Wir haben es auch nicht ganz im letzten Spiel geschafft. Das war vielleicht auch noch eine gute Situation für uns. Wir haben eine Woche Zeit zu vorbereiten. Und die 2 Spiele haben gezeigt, unsere Jungs laufen im Moment auf dem Niveau von Zürich. Ob sie es 4, 5, 6, 7 Spiele machen im besten oder schlimmsten Fall, das weiß ich nicht. Stoney, du bist ja selber rausgekehrt in der ersten Runde mit Bern. Es war ein zentrales Merkmal bei jedem Aussenseiter. Der Goalie ist auf dem Kopf gestanden und hat den Aussenseiter rausgehexet. Ist das euer Goalie auch in der Lage? Ja, er hatte 120 Minuten, gehabt, wo er keine Gegengol bekam. In entscheidenden Spielen. Er hatte das Lausanne-Spiel Shutout, er hatte den ersten Match in Zürich Shutout. Ich glaube, zum Frage beantworten. Bei ihm, es wird ein Fragezeichen sein von den Medien, aber wir haben das Vertrauen, die Mannschaft hat das Vertrauen in ihn. Und das ist glaube ein entscheidender Punkt. Und das Weitere ist, unsere Mannschaft ist wirklich ausgeglichen besetzt. Wir können 4 Linien Druck machen. Und weißt du was? Sie spielt Hockey. Vorwärts.
mit Leidenschaft. Und sie tut nicht Mauern, und sie hat einen Trainer, der sie spielen will. Silvan! Darum sage ich auch, kommen wir auf Biel kommen. Ja! Das ist ein Erlebnis. Silvan, du mit Center da in der Mitte. Wenn der ZSC den nächsten Match, vielleicht der übernächste, auch noch gewinnt, geht nicht die Luft aus, den Seeländer? Ich glaube schon, ja. Also, sie haben, es ist zwar eine Stimmungsmannschaft, die EHC Biel. Und ich habe das Gefühl, wenn der dritte Sieg kommt vom ZSC, ist dann glaub, fertig. Ja, ja, ich muss widersprechen. Ich glaube, wir sind eine Stimmungsmannschaft. Wir haben die Saison konstant gespielt. Wir sind, wenn ich mich richtig erinnere, 37 gespielt, da waren wir über dem Strich. Das heisst, es ist nicht aber ihr lebt schon von den Emotionen vom Coach, oder? Nein, das wäre also. Nein, ich glaube nicht an die Emotionen. Ich glaube, wir leben vom Coach, dass er die Mannschaft richtig einstellt, dass sie gut trainiert ist. Nur die Emotionen, das wäre von mir aus mit dem Coach überhaupt nicht gerecht. Und nur Emotionen wirst du nicht mit dieser Mannschaft Playoff erreichen und Zürich können vielleicht rausgehen. Da braucht es auch eine gute Vorbereitung dazu. Die Mannschaft ist extrem fit, dank unseren Conditrainer. Wir haben letzten Sommer viel mehr investiert, wir haben durch den ganzen Winter mehr investiert. Coach hat so gut, oder das Coach Kevin und die anderen Coach haben so gut vorbereitet im ersten Spiel. Und er bringt Energie, das ist schon so. Muss ich reingrätschen. Und es braucht einen guten Goalie. Der Klöser hat es gesehen. Ist der Simon jetzt in der Lage, auf den Kopf zu stehen, sich in eine Wahnsinnsform reinzuhexen? Dieser Frage wollen wir probieren, ein bisschen auf den Grund zu gehen. Der Klöser hat sich heute Abend schon als Goalie-Experte hervortan. Sachen Kloten Fleiss. Und dann müssen wir ihn befragen, was er so hält vom Ritz. Und wir haben noch die eine oder andere Statistik, wo wir beweisen können, dass sich der Ritz deutlich verbessert hat. The Hockey, presented by Skoda. Na, gefall ich euch? Was ist los? Hey, das ist meine Party! Kann ich besser! Wir sehen uns wieder! Mein Style, mein Fabia. Der neue Skoda Fabia, auch als Kombi. Skoda, simply clever. I'm looking for someone who stays over long, so I will never feel alone. I'm looking for a place to settle down, a place that I can call home. I search the old world, I'm too blind to see all of the things right next to me. Eins ist wichtig, die Familie, weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei mit Allianz Family. Jetzt informieren. Hoffentlich Allianz versichert. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Antworten und tolle Preise gewinnen. Skoda Crazy Hockey League. Jetzt spielen und gewinnen. Hockey.skoda.ch. Skoda. Simply clever. This is the Soccer Lounge. This is Sportle HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportleHD.com. The Hockey Week, presented by Skoda.
Der Hockey Week auf sportalhd.com jeden Mittwoch zwischen 7 und 8. Playoff natürlich das grosse Thema. Und wir haben über die Serie geredet zwischen dem ZDC, zwischen dem EHC Biel. Und der Klaus-Dogen hat gesagt, es braucht eben einen Goalie bei den Bielern, der in eine Wahnsinnsform sich hineinspielt und dann vielleicht den ZDC rauswerfen könnte. Und der Goalie vom EHC Biel ist jetzt im Fokus beim Oldie. Unbedingt und absolut. Wir haben es schon vom Stoney gehört. Ja, Goalies sind wichtig, machen dort, oder können 6-70% von so einer Playoff-Serie ausmachen. Und wenn wir das mal anschauen nach der Regular Season, dann ist eigentlich der Schlussmann zwischen den Pfosten vom EHC Biel, Simon Ritz, abgeschlagen auf dem letzten Platz. Aber wir wollen ja zum 31-Jährigen nicht so stehen lassen. Im Gegenteil, wir gehen jetzt einfach mal auf die Playoff-Statistik von Simon Ritz. Ganz direkt. Und dann sieht man da, er hat seine Quote, also wirklich 95% hat mit beim 5:0 den zweiten Shadow sogar von der Saison können anlegen. Also das ist eine richtige positive Metamorphose, die wir hier in Biel mit dem Simon Ritz abgezogen haben. Was haben wir denn ins Wässerli rein da? Ja, vielleicht zuerst zu der Frankfurter-Qualifikation. Ist natürlich auch nicht schwieriger bei uns Goalie zu sein, wo gegen Führer spielt. Ja gut, aber der von Lausanne ist ganz weit oben. Also der grüßt vom zweiten Platz. Eben, die spielen natürlich auch viel defensiver bei mir. Also wir lassen viel mehr Konter zu. Das gibt es halt, wenn du wirklich offensiv spielst. Eigentlich ist sicher unsere Verteidigung auch nicht so stabil wie vielleicht Bern oder aber Stony, oder Lausanne. Aber das ist im Kopf oben beim Ritz. Was habt ihr einen Goalie-Flüster statt? Streit ist unser Goalie-Flüster. Wir arbeiten zwei Jahre gut mit ihm. Nein, der Simon hat eins. Das ist mental unglaublich stark. Weil zum Teil wirklich, wir zünden noch lange an. Das ist jetzt einer, der noch so ein bisschen auf meinem Alter ist. Wir gehen hin und her. Und dann mal etwas verleiden. Und das ist einer, der steht immer wieder auf. Ich meine, letztes Jahr hat der Kevin mal in den Penalty-Schiess rausgenommen. Jeder andere Goalie wäre dort in ein Kartenhaus zusammen. Aber der ist am anderen Tag wieder gekommen, ist wieder ins Goal stellen und hat das Zeug wieder gehabt. Also Simon, er ist mental extrem stark. Der Stoney deutet das an, das Alter, das ist ja schon speziell. Er ist mit 1,75 Knicken einer von der Grösse von Tobias Stefan. Ich nehme an, der Stefan ist gleich gross, wenn er auf den Knien ist, wie der Ritz, wenn er steht. Und mit 31 ersten Durchbruch geschafft zu haben, Nazia. Das ist sehr, sehr, sehr speziell. Also das ist... Also Lade Silvan schnell Landtor geben, Klausel. Kannst du nicht? Du kannst auch du auch kleben. Nein. So und so auf einem Goalie ist Konstanz. Und das hat er vielleicht spät entdeckt, sozusagen, in sich. Wahrscheinlich. Also ich kenne ihn zu wenig, muss ich auch sagen, als Person. Aber 31 ist spät. Ja, es ist spät. Also, ich bin eigentlich ein Fan von so Spielern, weil also die Nordamerikaner die sagen, Battling Goalie, das ist unglaublich kampfstark. Also, man sieht auch, wenn er spielt, wenn er irgend aus dem Spiel raus ist, aber er geht nicht auf, er probiert irgendwie noch die Böcke aufzuhaben, das ist unglaublich eben, kampfstark. Und das sind geile Goalien, oder? Das erinnert dem fast an solche wie der Patrick Roy mit dieser Einstellung, oder? Mit dem Biss und dem Willen. Ja, er zeigt vor allem im Training. Oder? Jedes Training wie ihm. Es gibt selten Durchhänge bei ihm, dass du ihn siehst, im Training, dass er einfach wirklich nur im Goal steht, dass er im Goal steht. Da will jeder Böck haben, er hechtet dem Zeug hinten nach. Und das ist das, was er ausmacht. Und das ist auch der Weg, den er ist gegangen. Und er hat auch Kritik einziehen dieses Jahr. Er hat rechte Kritik bekommen. Aber eben, wie gesagt, morgen Tag kommt er wieder und hat das Zeug wieder und geht weiter. Und wenn wir es einmal gönnen, dann ist es auch von meiner Seite, ist vor allem mit ihm, dass er die Phase so stark gespielt hat. Und wenn er bei 95% bleibt, dann haben wir gute Chancen, zum weiterzukommen. Wir wollen ihn auch lassen, zu Wort kommen. Der Simon Ritz hat ihn getroffen nach dem Training und einen gefragt, wie er das einschätzt, die Leistungssteigerung, woher es dir kommt. Oh, Freundin, ganz klar. Es sind viele verschiedene Komponenten, die in den letzten Jahren zu dem haben geführt haben. Ein bisschen Stil geändert, aber auch verschiedene Leute in meiner Karriere, die mich beeinflusst haben. Und jetzt hier, das Spiel ist sicher wichtig und das ist für jeden Goalie wichtig, dass er viel spielen kann. Ich habe hier die Chance bekommen, das können, so zu nutzen, die Chance. Und ja, das Ende gibt dann manchmal ein bisschen das andere, und ich werde jetzt so weiterfahren. Also die Freundin, die einen grossen Anteil hat. Wir wollen aber auch den Trainer zu Wort kommen, würde ich vorschlagen. Der Kevin Schläpfer, so ein bisschen in Klammern mit der Frage verpackt, ob er auch ein bisschen erstaunt ist, dass der Ritz jetzt so gut ist. Ja, ich bin auch erstaunt, muss ich sagen. Weil er ist ja das erste Mal jetzt so richtig Nummer 1 Goal in der Nation. Aber er war immer schon ein guter Charakter gewesen. Er hat immer einen starken Willen gehabt und war einer, der, wenn er mal ein schlechtes Goal frisst, hat er immer sich wieder angekämpft.
Ich denke, er hat die Position verdient und er hat, ist jetzt gleich auch gewachsen. Oder? Vor allem an dem Strichkampf, den wir hatten, dort in den entscheidenden Spielen, in Kloten, in Zug, hat er gewaltige Match gemacht und das, glaube ich, hat ihm eine riesen Sicherheit gegeben. Und das, das ist natürlich so und so bei einem Goalie, Selbstvertrauen. Und das ist jetzt, glaube ich, bei ihm 100% da und darum sehen wir da seine Leistungen. Es braucht eine Verteidigung in Topform, wie das beim 5-0 hat, gemacht hat, Toni, beim ersten Match. Traust du ihm zu, Ritz, dass er eben so ist, wie der Klaus sagt, dass er sich in eine Form hineinhexen kann, dass der ZSC verzweifelt? Ich glaube, er ist körperlich gut. Aber das wäre nötig, wenn er es rausgekommen. Ja, ohne das geht es nicht. Er ist körperlich topfit, mental absolut auf dem hohen Niveau. Und ich würde zeigen, ob er das jetzt eben 5, 6, 7 spielt. Das ist immer die Frage bei uns, wenn du ein Unerfahrungsgrad hast, vielleicht die Qualität nicht so hoch ist, kannst du über eine längere Phase mit einem 2-3-Tages-Rhythmus durchziehen. Das hat er noch nie gemacht und das wird sich jetzt zeigen. Aber ich bin wirklich zuversichtlich, weil die Mannschaft vertraut ihm, wir vertrauen ihm und wir werden sicher wieder einen Top-Goal morgen am Abend sehen. Der ZSC hat sich gesteigert, Silvan. Wir haben den Schalter gefunden vom Samstagabend her bis gestern Abend, dass man vom Quali auf das Playoff-Hockey umsteht. Absolut, ja. Was sind Schlüsselpunkte für dich? Ja, es ist für mich kein Zufall, dass der Baltisberger 2 Goal geschossen hat. Das ist, er verkörpert eigentlich alles, was Playoff eigentlich auch ausmacht. Das sind auch keine schönen Goal, die er gemacht hat. Vor das Goal hat irgendwie abgelenkt, hat irgendwie etwas reingestochert, reingemurkst. So schiesst man halt Goal im Playoff. Er hat im Tag geschrieben, dass es den guten Mannschaften oder schwieriger fällt, auf Playoff-Hockey umzustellen. Warum denn das? Ja, der Spieler ist eine gute Mannschaft, ja, weil halt im Playoff anders Hockey gefragt ist. Oder? Da wird alles enger ums Goal herum. Du hast weniger Zeit als Stürmer. Oder? Es ist ja, oder ein Pettersson oder ein Klaasen sind nicht mehr am Tanzen, oder? Weil Servet alles zumacht. Und so geht es auch am ZSC. Oder? Gunti und Wick auf einmal erstarrt von dieser Defensivarbeit, vielleicht von dieser Wucht, die Biel im ersten Match gebracht hat. Da muss man sich irgendwie wieder daran gewöhnen und dann kommt dazu, der ZSC hat einen Hang zur Nonchalance in der Qualifikation. Eigentlich das Potenzial haben sie eigentlich selten abgerufen, das in dieser Mannschaft steckt. Aber Kür und nicht unbedingt Pflicht, da hat es wahrscheinlich die ein oder andere deutliche Wort gebraucht. Und ja, nein, wir haben uns alle ein bisschen hinterfragen, wenn man mit High 5-0 verliert. Beim Roman Neckmann nachgefragt, wer die deutlichen Worte gesucht hat. Oder wer die deutlichen Worte gesagt? Ich weiß nicht, ob das die Regine mal einspielen kann, Roman Wick. Wer hat die deutlichen Worte gefunden? Was ist genau passiert, dass der Knüppel ist aufgegangen? Ja, nein, wir haben uns alle ein bisschen hinterfragen. Wenn man mit High 5-0 verliert gegen die 8, dann hat man ein paar Sachen sicher nicht richtig gemacht. Und, ja, wir haben es gut analysiert und jetzt haben wir den Heimvorteil wieder zurück und wollen den auch ausnutzen. Also ich nehme an, der Mark Crawford wird getobt haben, dass man es im Stadion endlich gehört hat, bis über ins Hallenstadion. Und zuerst hat er ja mal im Hallenstadion getobt. Einfach, dass, hat man es gehört, dass man nicht mehr auf die Mannschaft schaut, sondern auf ihn. Das ist mal das erste. Aber das war Ablenkungsmanöver. Das sagen, macht der Maxori jetzt gerne regelmässig. Nicht ablenken von der Mannschaft auf sich. Ja, das war Showtime und das ist das Ziel erreicht. Ich meine, das war nur für uns Medien ein Thema. Bei den Hockeyern nicht, oder? Nein, das war für mich kein Thema. So redest du all den Tag mit deinen Angestellten, oder? Nein, mit den Kindern. Nein, das ist. Das sind wir uns gewöhnt. Ja, sie sind. Zwei vier. Ja, aber Stoni, vorhin. Das sind wir uns gewöhnt. Das ist doch, aber das ist kein Problem. Du hast immer gejammert über die Journalisten, die so giftig sind. Aber das ist offenbar gar nicht so schlimm. Jetzt sagst du doch auch, sollten wir noch schärfer schreiben, dass es tönt, wenn der Trainer tobt. Ich habe doch nie gejammert über die giftigen Journalisten. Nichts gesagt. Das musst du nehmen. Und was da passiert ist, ich glaube, im Nachhinein, ich weiß nicht, ob es so berechnend ist. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob es so berechnend ist. Aber die letzten zwei Tage. Sunday Man ist kaum über die Leistung geschrieben worden, die ja, grenzwertig war, natürlich oder schlecht war vom Z, sondern ist einfach über den Tobsuchtsanfall. Und wenn es wirklich berechnet macht, dann muss ich sagen, Chapeau. Also der Maxori macht es immer berechnet. Der Crawford, ich glaube, der hat es ihm dann noch rausgeholt. Der Maxori macht das nicht berechnet. Der macht alles berechnet. Es gibt nichts, was nicht berechnend ist. Nichts. Mal, ich weiss etwas. Was? Interview geben. Das ist noch schlimmer. Intro geben, und zwar wollen wir euch ein Beispiel zeigen
von Hockey, wie wollen wir sagen, also Hockeyspieler, die sich unglücklich ausgedrückt haben bei Interview, oder? Ja gut, das sind Männer, die Geld bekommen für das Spielen, nicht für das Studieren und arbeiten. Also, wir wollen mal hineinschauen in ein Ranking von den, ich sage es mal, von den lustigsten Interviews, die Hockeyspieler je gegeben haben. What's that? Johnny McClain. Johnny McClain? Yeah. You should ask him. Are you answering that question or what? I guess that's what I'm saying, Brooksy. You get that through your head? I guess so. Yeah. It's time to waste your time. Well, then get the f*** out of here then. Okay, see ya. Petri, what is the main reason that Canada overcome you in this game, in the second period? I don't know. What happened? Why were you scored 2 goals against? I don't know. Okay. What was the mistake over there? I don't know. Thanks. Thank you so much. Obviously, Nelson Mandela, one of the most significant historical figures of the 20th century. What knowledge or awareness did you have of him growing up, or when did you learn of him? Well, obviously, growing up, he's one of the most known athletes in the world, and a lot of impact in any kind of sport that he did, and that I, you know, even playing hockey, everyone knows him, right? Nelson Mandela war wirklich ein grossartiger Athlet. Ja. Stoney, du hast ein bisschen Angst gehabt, dass du vorkommst. Das oder andere Interview bei dir jetzt okay. Aber ihn habe ich ja, nicht kennt. Der Nelson Mandela. Warum passiert so etwas? Ja. Platte? Nein, es ist doch oder? Irgendwo hat er auf die Fernsehkamera gestellt und hat sie, wieso nicht, irgendwo auch eine Medienschule gehabt und haben gesagt, du sag dir das und das, dann kannst du nichts falsch sagen. Und das ist passiert. Er hat dort etwas abgerufen, wo ihm irgendwo mal eingerichtet wurde. Ja, einfach, wenn er einen Namen gehört, gerade sofort sagen, er ist ein grossartiger Athlet. Ich weiß, es ist echt die Antwort, die du müsstest geben, wenn jemand nach dem Goalie, je nachdem, fragt. So, ich gebe euch die Scheiben. Ich stelle jeweils eine Frage, die ihr einfach mit Ja und Nein beantwortet. Ja ist grün, rot ist selbstverständlich Nein. Wahnsinnig herausfordernde Aufgabe für euch, die ihr da so müsst machen. Das Ganze heisst The Puck Game. The Puck Game. Du könntest die Scheibe aufhaben, vorstrecken, auf den Tisch stellen. Beim Schweinchen von Robert Lemke. Ja, genau. Welches Schweindel hätten Sie gern? Ne? Frage 1. Goalie-Vergleich. Der Ritz ist der bessere Gerber. Jawohl. Hey, du musst doch zu deinem Goalie stehen. Das ist doch nicht eine Frage, die wir so müssen beantworten müssen. Was war noch eine Frage? Der Ritz ist besser als der Gerber. Ja, ist in der Playoff. Silvan, das habe ich nicht gesehen. Nein. Zürcher. Zweite Frage. 50 Quali-Runden sind einfach zu lang. Außer die letzten 10 Runden ist es langweilig. Nein. Es könnte noch mehr sein. Schau da, wie der Zöger. Siehst du, ist da nicht ganz alleine da mit dieser Behauptung. Kommst du, Toni? Ich bin ein Clubvertreter, muss auch Nein sagen. Der Boucher ist beim Saisonstart beim SCB nicht mehr der Bande. Was ist jetzt? Der Busch ist nicht mehr Trainer vom SCB beim Saisonstand. Du sagst, er ist noch. Dort ist auch der Wunschvater vom Gedanken. Genau. Nein, wenn ich es anfüge, wenn er in die Finale kommt, ist er. Wenn er nicht in die Finale kommt, hast du schon gesehen. Ist er nicht mehr. Also in dem Fall kommen wir nicht im Finale? Das weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, wäre ich Wettmillionär. Nein, Halbfinale lang. Ja, bist du wahnsinnig mit Bern? Halbfinale lang. Ja, also Stoney. Was hast du gesagt? Playout letztes Jahr. Wir kommen auch von der Playout. Bern kommt von der Playout. Stoney, wo du bist. Bist du jetzt zufrieden mit Halbfinale zu Bern? Sag jetzt ehrlich, bist du zufrieden mit Halbfinale? Nein. Der Marc Lüthi ist super stinkig, der Lüthi zu Bern. Der Boss, oder? Vielleicht müsstest du das mal sagen. Leute, zuletzt ja schon jetzt eklatante Steigerung. Definitiv! So. Nächste Frage. Playoff-Bär sind komplett überschätzt. Außer der Zug, den er seit 20 Jahren trägt. Ja, also ich erinnere immer noch an Figan oder an Iguino. Das sind richtige Playoff-Bär. Also, überschätzt oder nicht? Ja. Ja, überschätzt. Dumm. Okay. Ja, klar. Fünfte und letzte Frage. Der Klaus Zog geht mal mit Martin Gerber in die Ferien.
Was hast du jetzt so wohl? Ich tue nur eine Goalie-Leistung analysieren. Ganz objektiv. Best Friends, die wir hier haben. Ja. Hilf mir! Was gibt es da zu helfen bei dem Herrn, den wir hier sehen? Für mich ist Martin Gerber einer der grössten Goalie aller Zeiten in der Schweiz. Und dann tue ich ihn messen. Und wenn er hier in Kloten aussen jetzt einfach ein Lotter-Goalie geworden ist, dann tut mir das weh. Aber man muss es auch sagen. Und das ist eines der Probleme. Was willst du dir dort den Wink kurieren? Du hast gesagt, Eingangssendung, es wagt niemand zu sagen. Du sagst es ja. Und dann lässt niemand zu in diesem Fall. Oder? Ja, da siehst du, wie ohnmächtig dass wir Journalisten sind. Oldi, Klaus, du hast sicher noch viel. Ja, es gibt noch viel Matches und noch viel Feuer und Zündstoff für Klaus Zaug. Sicher ab morgen wieder. Morgen Donnerstag wieder natürlich alle Playoff-Viertelfinals. Für Lugano sicher ganz wichtig und der Patrick Fischer alles, aber nicht das 0-3 müssen kassieren. Und das ist die Frage, gewinnt Schläpfer mit Biel bei den Löwen wieder und schafft erneut ein Break. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Und da hat ja Stoney nichts dagegen. Spiel gibt es auf dem 3-6-Player bei uns zum Sehen. Natürlich auch alles im Live-Ticker auf sport.ch. Das ist es von mir und zurück zu euch, wilden Hasen. Er hat noch, was hast du grün aufgehabt, Chiba? Für Schaffs, DHC Biel, zurückzukommen. Selbstverständlich sind wir so, auch dafür. Wir können nicht nur für Mies gewinnen, wir können auch bei einem Hockey-Quiz gewinnen. Und zwar von Skoda, wo ihr mitmachen könnt, auf hockey.skoda.ch. Da gibt es 23 Wochen lang immer wieder Fragen. Und zwar jeden Dienstag gibt es ein paar Fragen, wo du wirklich Bescheid wissen musst über das Hockey, über Regeln und Preise. Klickt rein, hockey.skoda.ch. So, ich hoffe, müssen wir nach einzeln rausgehen? Nein, wir können nicht zusammen rausgehen. Das geht. Zusammen im Lift weiss ich nicht. Du rufst. Ich bin ja immer gerne auf engem rumgekämpft. Kein Problem. Wieso? Klaus, merci vielmals. Du bist nächste Mittwoch mit dabei. Silvan, ich hoffe, es war nicht allzu schlimm neben dem Zug. Nein, wir sind ja im Stadion manchmal nebeneinander. Ja, ja. Oh, du schon aus. Stoney, wir drücken noch Daumen, dass ihr es schafft, dass ihr zurückkommt in die Serie. Also, es heisst zurückkommen, dass du einfach weiterhin so gut spielt, wie du spielst. Jetzt hast du dich gerade verraten, hast du es innerlich schon abgekriegt. Nein. Wenn der Mond gewinnt, dann glaube ich, dass wir das können. Oder wie? Ich glaube, können wir darüber reden, ja? Gut. Also gut. Merci vielmals, das war der Hockey Week auf sportalad.com. Wenn ihr das Ganze noch einmal möchtet schauen, zum Beispiel heute Abend beim Heimfahren, morgen könnt ihr es machen, auf unserer Homepage oder mit einer Gratis-App, die ihr auf alle Smartphones und Tablets könnt abladen. Der 360-Player, wo ihr alles nochmal live könnt schauen könnt, was in Zukunft wird kommen, wo ihr alles könnt schauen im Replay, wenn ihr etwas verpasst habt. Für heute Abend, merci für das Interesse, schöne Woche, bis gleich, ciao. The Hockey Week. The Hockey Week on Sportal HD, presented by the new Škoda Fabia. Jetzt antworten und tolle Preise gewinnen. Škoda Crazy Hockey League. Jetzt spielen und gewinnen. Hockey.skoda.ch. Škoda. Simply clever. I'm looking for someone who stays all the long, so I will never feel alone. I'm looking for a place to settle down. A place that I can call. Thirsty old world, but I'm too blind to see all of these things right next to me. Eins ist wichtig, die Familie, weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei mit Allianz Family. Jetzt informieren. Hoffentlich Allianz versichert.
das ist meine Party! Kann ich besser! Wir sehen uns wieder! Mein Style, mein Fabia. Der neue Skoda Fabia, auch als Kombi. Skoda, simply clever. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. The Soccer Lounge. This is Sportle HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportleHD.com.